Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ein Kriegsgebiet wartet schon auf uns. Und es ist Bürgerkrieg. Ja. Ich will mal Alderaan sagen, das heißt ja Bürgerkrieg, aber das spielt auf Alderaan. So, den Sound habe ich auch an. Hier ist auch, ist das Kommando? Jo. Nette Sturmkanone. Sieht geil aus. Müsste ich gleich mal inspizieren. Das ist bestimmt so eine neue. Spieler inspizieren. Blauer Effizienzscanner. Gibt ja schon schön viele Sachen hier beim Kartellmarkt. Aber warum kann ich sowas nicht in den Kisten haben? Ich glaube, das ist auch nicht in den Kisten. Das muss man sich so kaufen, aber... Der Schlüssel zum Sieg. Leider haben uns die Imperialen. So, apropos Kisten. Sie haben ein Transportschiff und einen kompletten Bodentrupp geschickt, um uns anzugreifen. Die Anlage da unten hat drei Artilleriegeschütze zur Luftverteidigung. Eine Waffe, die kann Arik haben. Longspur Step Direktor. Ich glaube, den habe ich nicht. Den kann ich. Ach, den kann ich ja doch schon anwählen. Ja, den hatte ich noch nicht. Raufsetzen kann ich mich nicht. Den werde ich euch mal nachher zeigen oder in den nächsten Folgen. Ich weiß nicht genau. Jetzt erstmal PvP. Buffen wir uns und gleich kommt hier ein. Gleich kommt hier das, wie nennt man das? Hoover-Motorrad. Den kleinen Gleiter. Komm schon, 13 Sekunden. Ich weiß immer nicht, wo er kommt. Ich glaube, der kommt genau hier in der Mitte, ne? Zwei, eins und. Ja, nicht ganz. An dritter Stelle, wenn ich jetzt von unseren Leuten. Das Gute an meinem Soldaten ist jetzt, dass ich die Gegner wegschubsen kann. Also das heißt, wenn die ersten jetzt direkt an das Geschütz rangehen, dann könnte ich Gegner, die die ersten jetzt beim Tappen ver... will jetzt gar keine Metallo? Ja, ist richtig. So, effektiv geschossen der Herr. Oh, krass, Alter. Na, dumme Sau. Geschützbatterie feuert. Gute Arbeit. So, Nummer 1 ist weg, Nummer 2 auch. Wow, wir haben sogar schon einen Turm. Wo ist der denn jetzt hin? Na gut. Muss ich mal rauslocken, indem ich hier tappen tue, dann wird er mich gleich stunnen. Ne, da hinten ist er. Ne, hier ist er. Oh Gott, ein Sabo. Ich liebe sie. Nicht. Ah, Arschloch. Aber wir haben zwei Geschütze. Das ist gut. Im Osten sind zwei, im Westen ist einer. Vielleicht hätte ich... Naja, ich glaube, die werden jetzt, glaube ich, die Mitte anrennen wie die Irren. Ich hoffe, das bleibt so, weil dann... Dann werde ich dieses Kriegsgebiet gewinnen und dann werde ich die täglich mit einem Kriegsgebiet auch abschließen. So, der kriegt mal wieder Feuer. Effektiv geschossen der Herr. Was haben wir denn noch so? Ja, renn bloß raus, Mann. Ja, das ist doch scheiße, ey. Leider habe ich jetzt nichts hier zum Tappen. Ich könnte höchstens ein bisschen schießen. Ich habe nur gehört, wo ist er? Da drüben ist er. Der meint doch nicht etwa, dass er sich hier heilen kann. Nee, wollte auch gar nicht. So, jetzt haben wir West 1. Dann gehe ich mal rüber. Oh, sind zwei. Schütz hat imperiales Schiff erfasst. Feuer! Nee, den schaffe ich nicht mehr. Scheiße, jetzt bin ich alleine. Hab ich hier gar keinen Bock drauf. Wir stehen unter Geschützfeuer. Brauchen Bodenunterstützung. Jo, ein dritter kommt auch noch. Sehr schön. Lass mich in Ruhe. Ich bin Let's Player. Nö, da will ich nicht mehr hin. Mal auf die Karte gucken. Nach rechts, nach links. Ich glaube, also mit links meine ich jetzt die Mitte. Nach ganz links werde ich nicht mehr hin. Sowieso, Alter. Man muss ja immer zwei Geschütze haben, dann... Dann ist das Spiel eigentlich gelaufen, wenn man die dauerhaft hat.
Oder einen Großteil der Zeit. Boah, Alter, was ist denn mit meiner Maus hier? Die Maussensitivität ist richtig krass. Okay, den schnappen wir uns. Ah. Hey, was soll ich denn jetzt machen hier? Hallo. Ich will kämpfen. Das ist echt so ein Kriegsgebiet, wo man viel laufen muss. Ja, weiß jetzt nicht, soll ich rübergehen? Da ist zwar ein Gegner, aber ich glaube, der ist sowieso gleich tot und dann kann ich wieder zurücklaufen. Und einige Leute von euch wollten ja unbedingt mal gerne, dass ich Tipps und Tricks für Star Wars mache. Und da gab es auch Fragen, wie ich mein Geld mache. Also, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man 50er hat. Krass, wir haben schon wieder drei Geschütze. Wenn man 50er hat, dann ist es gar nicht mehr so einfach. Dann ist es gar nicht mehr so schwer, Geld zu verdienen, weil man hat ja die, auf Ilum die täglichen. Dann hat man im schwarzen Loch noch tägliche. Ich nehme mal die Heilung hier und das Ding nehme ich auch noch. So. Und damit kann man eigentlich ziemlich viel Geld machen. Also, eine Person aus unserer Gilde hat mal die Zeit gemessen, wie lange er für schwarzes Loch braucht. Also nur für die normalen Missionen, nicht für die H4. Und da meinte er, er braucht 20 Minuten. Das, und in den 20 Minuten kann er ja dann locker 60.000 Credits verdienen. Ich glaube sogar noch mehr, ne? Ne, ich glaube 60.000 kommt, glaube ich, hin. Und ich kann euch auch wirklich nur die Raummission ans Herz legen. Zum Beispiel die eine, die ich in der letzten Folge gemacht habe, die ging, glaube ich, 3 Minuten und 30 und... Waren das 4.000 Credits Belohnung oder so? Also pro Minute über 1.000 Credits ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Na, kommt ihr her? Zwei? Ne, nur einer. Imperiale Schiff nimmt Schaden. Ey, das ist so krass. Mitte 4, Mitte 5. Okay, dann machen wir den mal mit. Tiefgeschoss. Habe ich mir eine Medaille geholt und dann jetzt ab in die Mitte. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Mal gucken, ob sie die Mitte halten können. Da kommt nichts mehr. Das ist viel Gerenne, also hier werde ich nicht viel Schaden machen. Ja gut, wir haben es verloren. Also in dieser Folge werde ich nicht viel Schaden machen, das weiß ich jetzt schon. Aber man muss auch nicht immer viel Schaden machen, Hauptsache man gewinnt die Kriegsgebiete. Boah, so ein Arsch. Und womit ich auch noch eine Menge Geld gemacht habe, ist zum Beispiel dieser Kristall auf Ilum, von dem ich schon sehr oft erzählt habe, den ich mal auch in einer Folge kurz gezeigt habe, wo der ist. Aber die Folge hat wahrscheinlich sowieso keiner gesehen. Da bin ich verpeilterweise mal nach Ilum geflogen, um das Event zu besuchen, beziehungsweise um die Karte aufzudecken und habe da dann ein bisschen Erfahrung durch Kartenerkundung bekommen. Und wenn man da das eingefrorene Wasser, was man auf Tatooine besorgt und auf Hoth einfrieren tut, wenn man das dort in den Kristall einsetzt, dann muss man den Geist besiegen. Was für ein Geist ist das überhaupt? Irgend so ein Bossgegner. Aber es ist kein Weltboss, also die Gefährten können mitspielen. Man braucht zwei Leute. Ostclear, bei mir einer. Bei mir einer, ja, welche? Wo bist du denn, du Dödel? Westen, sag das doch. Das sind auch immer die besten Typen hier. Bei mir einer. Oder am besten irgendwie schreien West Incoming. Und dann weiß man immer nicht, wie viele kommen. Na, klasse. Oh Gott, was habe ich hier für eine Gruppe erwischt? Wir stehen unter Geschützfeuer. Aber es ist doch 3 Uhr. Ne? Da ist er. Komm, du dumme Sau. Ja, das ist mir das Hinterhältige. Den einen hat er dann nämlich gestunt. Wo ist er jetzt? Oh, hey. Okay. Er ist weggerannt. Ganz einfach weggerannt. Oder ist er gestorben? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. So, wo bin ich jetzt gerade gewesen? Irgendwie bei Geld verdienen. Ah ja, mit dem pinken adeganischen Kristall. Den kann man ins Auktionshaus stellen, dann ist ein Kristall circa 100.000 wert. Kein Wunder, dass sie verlieren. Die tarnen sich ja auch permanent. Nur und laufen weg, statt zu kämpfen. Genau. Das sind wohl kleine Angsthasen hier. So, Ladungsschuss hinterher. Effektivgeschoss. Krass, Alter.
Aber ich glaube, da war eben noch ein kleines Leck dazwischen. Kommt der runter? Kommst du? Ja, dann habe ich auch schon gewonnen. Oh, das geht ja richtig schnell jetzt hier. Ja. Wir stehen unter Geschützfeuer. Brauchen Bodenunterstützung. Jetzt gehen die nach Osten. Ach, wir haben ja Osten schon verloren. Habe ich schon wieder nicht mitbekommen. Also, spielen und gleichzeitig erzählen ist überhaupt nicht mein Fall. Ich bin auch schon wieder abgekommen von meinem pinken adeganischen Kristall, den man im Auktionshaus reinstellen kann und der bringt dann ca. 100.000 Credits. Und wenn man sich den Wasserbuff holt, dann muss man darauf achten, dass man das Wasser nur einmal einfrieren kann. Also den Wasserbuff. Wenn man quasi schon einmal eingefrorenes Wasser hat, dann darf man das nicht im Inventar belassen, sondern man muss das erstmal ins Depot reinmachen. Wenn es dann eingefroren ist, dann kann man sich das jederzeit wiederholen. Also das heißt, man friert sich das Wasser ein, macht das ins Depot, kann man wieder nach Tatooine fliegen, sich einen neuen Wasserbuff holen, das auf Hoth einfrieren. Dann macht man das auch wieder ins Depot und so weiter. Dann macht man es halt mehrmals. Dann braucht man diesen Bossgegner auf Ilum nur einmal legen und dann kann man gleich mehrere Kristalle looten. Das habe ich mich vorgestern oder so gemacht. Und da habe ich mir mit einmal den Gegner da töten. 4 Kristalle für im Wert von 400.000 Credits. Wem gebe ich jetzt die Stimme? Dann gebe ich einfach mal ihn. Warum kriege ich keine? Was soll das? Okay, ich habe keinen Schaden gemacht. Ja, okay. Aber ich habe, hier auf Ziel gespielt eigentlich. Auch wenn ich keine Zielpunkte bekommen habe, weil die hier nur für Verteidigung und für Einnahme sind. Aber ich habe es ja versucht und so, ne? So, dann gehen wir mal raus. Wieder abgekommen vom pinken adeganischen Kristall, den ich 4-mal gelootet habe bei dem Weltboss. Ich habe sie noch nicht verkauft, aber ich habe sie schon reingestellt. Also vor 112.000 habe ich sie jetzt drin. Die werden wahrscheinlich auch weggehen. Ja, was man auch machen kann, man kann sich wertvolle Gegenstände, die im Auktionshaus drin sind und wo man meint, die gehen für weitaus mehr Geld weg, die kann man aus dem Auktionshaus rausnehmen, also kaufen und dann wieder teurer reinstellen. Das habe ich mit der Robe gemacht vom Oberinquisitor. Die hatte ich einmal schon gehabt. Die habe ich für 1,7 reingestellt. Durch Handelsstorno und keine Ahnung was, Handelsgebühr, habe ich dann irgendwie 166 oder irgendwie so 160.000 eingenommen an Credits. Und vorhin habe ich mir die gekauft für 1,5 Millionen. Ich hoffe, dass ich sie, da ich sie jetzt wieder reingestellt habe, hoffe ich, dass ich sie wieder verkaufen kann. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen Credits gemacht. So, was kann ich noch so zeigen? Eigentlich gar nichts mehr. Den Gleiter wollte ich zeigen, genau. Total innovativ. Der sieht ja gar nicht aus wie der andere. Direkt, oder? Der sieht irgendwie so ein bisschen kupferfarben aus, so ein bisschen Bronze. Und der ist halt Gold. Wow. Nicht sehr schön. Also, ich würde gerne diese ganzen neuen Gleiter haben. Ich kann mal ins Auktionshaus fahren und mal gucken, ob da einer drin ist. Dann kann ich euch zeigen, wie viel wert die sind. Also, die sind auch über 2 Millionen wert. Kaufen wollte ich mir jetzt eigentlich keinen, weil ich hole mir eigentlich so oft die Kisten. Da habe ich mir gedacht, das muss nicht sein. Achso, und die tägliche muss ich auch nachgeben. Ich gebe mal erst die tägliche ab und dann fahren wir mal kurz zum Auktionshaus. So, da war doch auch der Gleiter. Das ist ein krasses Teil. So, hier, nehmen wir mal 30. Bleibst du hier, Junge? Jetzt fährt er hier rum wie so ein Irrer. Bleib doch mal stehen. Daneben nicht. Der kommt bestimmt gleich wieder. Also hat er vorne hat er so einen Druiden, der ihn eskortiert. Chauffiert. So ein Roboterchauffeur, ach, der ist doch. Was ist denn mit dem los, ey? Hat er sich für PvP gelistet? Da kommt er schon wieder hin. Nein. Da kann er mir auch gestohlen bleiben. So, da sind wir beim galaktischen Handelsnetz. Ich habe gerade mal gesucht. Ich hatte eine Phantomkiste drin. War es in dieser Folge? Ich glaube, die sind gar nicht mehr 2 Tage gebunden, kann das sein? Die hatte ich, glaube ich, eben drin. Ich habe mal geguckt, was die billigste im Auktionshaus ist. Die ist 125.000 Credits, also die klassische Phantom-Unterkörperrüstung. Ich habe auch die gleiche, dann stelle ich die mal für 100.
24.000 rein. 124.800. Und dann hoffe ich mal, dass die irgendwie verkauft wird. Also hier kann man sehen, ich habe die Robe nochmal gekauft. Oberin. Oberin, hoa. Oberin, dann kommt man immer zu der Oberinquisitor Rüstung und dem ganzen Zeug. Und ich habe vorhin eine drin gehabt, die hat nur 1,5 Millionen gekostet, die habe ich mir mal gekauft. Ich hoffe, dass ich meine nochmal loswerde. Weil ich wollte mir unbedingt die Artefakt-Ausrüstungsberechtigung holen und die ist hier auch im Auktionshaus drin, aber für 5 Millionen. Und das ist mir doch ein bisschen zu viel. Ich wollte da schon noch ein bisschen was anderes haben. Und auch die Kisten, die neuen Kisten sind auch sauteuer geworden. Also die kosten 500.000 Credits oder so. Kartellpakete, so. Selbst die alten, 200.000, das ist eigentlich nur Blödsinn drin gewesen. Beziehungsweise drei Gegenstände. Kartell des Spüriges. 329.000. Komischerweise ist das jetzt in letzter Zeit ziemlich oft da. 380.000. Komm, wir kaufen uns mal einfach so ein Teil wieder. Ich hab's ja. Ab zum Postfach und das werde ich jetzt auch gleich aufmachen. Weil einmal, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, da hatte einer gesagt, dass den Ruf, den ich hier in der Kiste hatte, den ich aktiviert habe, dass man den auch beim Event bekommt. Aber das stimmt, glaube ich, nicht. Was ist das hier, Ziegenneuigkeit? Boah. Das kann ich hier Lara vielleicht geben. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die ist besser ausgestattet. Habe ich jetzt überhaupt die... Nee, habe ich doch rübergeholt, ne? Ja. Ich bin schon total hier in Trance, ey. Da ist das Ding. Ich mach's einfach mal auf. Ich hoffe, dass da irgendwas Tolles drin ist. Nein, das ist natürlich nicht. Ein Blastergewehr. Das kann doch, glaube ich, nur ein Frontkämpfer gebrauchen oder so. Gut, holen wir mal rüber. Ne, das ist jetzt ein Tag und 11 Stunden gebunden an mich. Und eine Ruftrophäe. 270 Ruf haben wir dazu bekommen. Und der Ruf, den bekommt man nur in den Kisten, glaube ich. Weil das ist ja diese republikanische Hyperraum-Armada. Ich weiß nicht, steht das hier drin? Nee, Moment, das ist ja hier Flottenzeugs. Hier bin ich noch ohne Rang. Das habe ich auch schon mal gezeigt. Die Schmuggelwaren Wiederverkaufsgesellschaft. Also diesen Ruf, den habe ich bis jetzt nur in den Kisten gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wo man den bei dem Event bekommt. Wenn es jemand weiß, kann man es mir in die Kommentare schreiben. Dann könnte ich den hier vielleicht auch ein bisschen farmen, den Ruf. Sonst mache ich eigentlich nur Flottenruf und den auf Ilum. Das ist der auf Belsarvis. Gree Enclave, das ist eigentlich das Hauptevent. Man kann sehen, ich bin erst Freund. Auf dem Weg zum Held. Und um dann die richtig guten Sachen zu bekommen, braucht man den Rang Legende. Und den werde ich wahrscheinlich diese Woche, glaube ich, auch nicht mehr erreichen, weil das Gree-Event, das wird ja auch demnächst wieder aufhören. Dann kommt das irgendwann wieder, ein paar Wochen lang. Aber dafür fängt das doppelte XP-Wochenende an. Also ich werde diese Folge quasi, glaube ich, morgen hochladen. Morgen ist Freitag und morgen fängt das, glaube ich, schon an. Also dann könnt ihr euch alle ransetzen und eure Low-Level-Chars leveln. Bis zum geht nicht mehr. Und ich finde auch beim PvP, also man kriegt ja pro PvP-Runde irgendwie 10.000 Credits. Selbst beim PvP kann man ziemlich gut Credits verdienen, wenn man da mehrere Stunden, na gut, man muss ja nicht mehrere Stunden spielen, aber man kann das ja... Man spielt irgendwie 2-3 Kriegsgebiete und dann macht man vielleicht ein paar Flottenmissionen und dann levelt man die Story normal weiter oder so. Also ich kann jetzt Tipps geben, wie man Geld verdient, wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt keine Hacks oder keine sonst was, aber ich kann euch sagen, spielt viel, nimmt alle Missionen an. Wenn man die tägliche von PvP oder auch bei den Flottenmissionen annimmt, dann kriegt man ja auch noch ein bisschen Credits drauf, wenn man die erledigt hat. Also, ja. Mit meine kleinen Tipps mal so am Rande. Aber mehr kann ich auch wirklich nicht sagen. Also bitte nie wieder fragen hier, wo habe ich mein Geld her und so. Ich habe halt 250er und mit denen mache ich halt viel schwarzes Loch und ich farme auch Kisten
Oder die Eier auf Balmorra. Ja. Gut, bevor ich jetzt nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Danke zum. Danke. Boah, ich bin schon ganz trocken im Mund hier. Ich muss wirklich aufhören zu reden. Also danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Commander Peace. Peace out.